Moin Moin Leute, Tumlo hier und herzlich willkommen zum großen Finale von unserem Blood Bowl 2 Blitz Cup. Es gab ein spannendes zweites Match, in das ich jetzt am Ende auch noch mit eingestiegen bin. Es war sehr, 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 sehr spannend und sehr touchdownreich. Hust, 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 hust. Und wir sitzen mittlerweile mit ganzen 7 Leuten hier im Teamspeak und genießen einfach dieses Finale, das jetzt gleich kommen wird. Und ich sage einfach mal Hallo an alle. Hallo. Man hört, wie viele Leute gerade anwesend sind. Also sie sind alle begeistert dabei. Dürfen wir jetzt reden, oder? Achso, ja, ihr dürft ja, jetzt hallo. Reden. Ja. Du hast gesagt, was? Wir dürfen reden? Ja. Hallo. So, also wir sitzen hier mit allem Mann gerade versammelt quasi. Läuft euer Spiel schon? Habt ihr schon gestartet? Ja, wir spielen gestartet. Wir spielen schon, aber Oni Aki weiß immer nicht, ob er angreift oder verteidigt, das scheint's. Aki gegen Steinberg sehen wir jetzt. Für die, die nicht wissen, wer hier gegen wen, was hier gegen wen spielt, was spielt denn hier gegen wen? Bretonen gut gegen Böse. Das ist die weißen, heldenhaften, blitzweißen Ritter gegen Nekro-Abschaum. Vor allem schon wieder. Ja, schon wieder. Die haben die gleichen Farben auch noch. Siehst ein, du wirst gleich wieder K.O. gehen. Oh nein. Ich hoffe, du singst wenigstens besser als der Genesis, Aki. Ja? Also es lädt auch gerade bei mir. Ja, das ist, komm, hier, Challenge accepted, ne, weißt du. Ist ja nicht mein Challenge. Na, danke, danke. Also wir sehen es, die blitzeweißen Ritter gegen, ich vergesse immer, wie Akis Team heißt, ich kann mir diesen Namen irgendwie nicht merken. Heuler dann. Die Heuler der Nacht, genau. Nico abschauen, hab ich schon gesagt. Mach gleich einen Strawpoll auf, ob wir ihn umbenennen. So, Aki, was hast du denn? Hast du einen neuen Spieler gekauft? Ich sehe es, du hast einen neuen Werwolf. Hat's ja. Geld gereicht? Ja, gerade so. 160.000 habe ich gehabt. Und wie viel kostet einer? 120. Na gut, es geht ja noch. Ja, da, was hast du denn da gewürfelt? Weil du hast ja sogar noch den, der was von deinem eigenen Geld ausgegeben für den Ja, ich habe vorher auch schon 160.000 gehabt. Ach, du hast einen Zauberer im letzten Spiel? Ja. Hm, kann ich ja. Haben wir denn jetzt irgendwelche geheimen Dinge, von denen wir wissen sollten? Nee, ich habe nur 2 Blood Bowl Babes, ich hatte 100.000. Und im Gegensatz zum Funkspiel, wo ich es vergessen habe zu machen, habe ich diesmal, glaube ich, auch was gekauft. Ja. Dann bin ich ja mal sehr gespannt. Also wir haben jetzt die weiterhin Hau drauf Nekros gegen die Bretonen, die ja auch mehr so Allrounder sind eigentlich. Wir haben Randale. In allem schlecht, ja. Allrounder in dem Sinne. Beide Teams verlieren wieder mal einen Zug. Dann bin ich mal gespannt, wie das Match jetzt wohl so verläuft. Kürzer als das letzte. Ich glaube auch, das ist kürzer. Also, das letzte ist ja relativ, je nachdem, was hier auf dem Kanal zuletzt lief. Das ist wichtig, ich meine. Genesis gegen Steinberg, das war auf jeden Fall das längere Match. Das war definitiv kürzer als das. Das war einfach das letzte. Ich sag nur Field Goal schießen. Aber so haben deine Zuschauer wenigstens mal das Field Goal schießen gesehen. Und verstehen jetzt, warum man das nicht anstreben sollte. Kannst du das Field Goal schießen nicht ein eigenes Video draus machen? Ich würde das auch mehrfach angucken. Ich finde auch, ja. Mit Dubstep-Untermalung. Es war so lang und so spannend, das musst du extra machen. Definitiv. Aki, hättest du nicht mal gegen mich so schieben können? Also ich sag so, Oron, du lädst das Ganze sowieso hoch für mich, damit ich da rankomme. Die Datei können wir weitergeben. Also wer daraus eine wundervolle Montage machen will, kann das gerne tun. Ja. Aus diesem brillanten Field Goal schießen. Ja, es war wirklich brillant. Es war Spannung pur. Zutiefst, ja. Oron ist immer noch ganz sprachlos eigentlich. Ja, ja, dafür redet er aber ziemlich viel. Ja, also aber ich finde auch, ich rede sehr viel für sprachlos. Ja, ja, aber ja, sprachlos im Sinne von Orange. Ja, sprachlos. Total. Also für mich bin ich sehr still, das stimmt, ja. Da hat er nicht ganz unrecht. Und ich bin aber auch einfach immer noch baff von diesem Spiel, weil das war so, das war so spannend und so mitreißend. Werbung für den Sport. Das war unglaublich, was? Dieses Sport. Match. Ja, unglaublich, du hast Sport genau. Ausgesucht vorhin, ne? Hast du vorhin das Richtige ausgesucht? Ja. Tod. Und der nächste tot. Hans Goldhand ist gelähmt.
Der Werwolf mit kurz dem Level vor tot. Was hast du dem Werwolf denn jetzt gegeben für ein Skill? Blocken. Ah, sehr schön. Der Klassiker. So, da kommt schon da der Blitz. Schon wieder los. Mann, ja, schubst ihn auf den Ball, los! Genau. Gucken wir mal, was der Ball gleich tut. Ach, langweilig. Ja, das war sehr unspektakulär. Ich erinnere mich da an die eine Runde, ich glaube, das war eines der Qualifikationsspiele, wo der dann irgendwie über 7 Spieler hinweg gehüpft ist oder so. Bei mir. Ja. Das war ein sehr, sehr lustiger Moment. Das ist einfach so genial, wenn er von Person zu Person springt und keine ihn fangen kann. Das könnte meinen heißgeliebten Elfen natürlich nie passieren. Oh. Wenn Nuffel dir nicht hold ist, dann schon. Nuffel ist mir immer hold. Das werden wir noch sehen, wenn wir irgendwann mal gegeneinander spielen. Ja, stimmt. Wir machen dieses Match und ich werde Spaß dran haben. Ich werde Spaß dran haben, dich leiden zu sehen, Orun. Wow, ich bin unterwältigt. Wirklich, wirklich unterwältigt. Aber ich werde auch viel Spaß dabei haben, glaube ich, ja. Meine Wutausbrüche werden besonders interessant. Das kann ich schon mal vorweg so spoilern. Wenn jemals ein Video kommt, wo drunter steht oder drauf steht, dass ich gegen ihn spiele, guckt es euch an. Allein für meine Wutausbrüche ist es definitiv wert. Stolz. Oh. No risk, no fun. Kommt schon. Glaubst du nicht wirklich, dass du 50-50 Chance schaffst? Ja, niemals. Also ich meine, wir wissen alle, du mogelst, aber trotzdem. Ich weiß gar nicht, ob ich den Spiel heute auch schon den Ball aufgehoben habe irgendwann. Also, ja, doch, hast du. Als ich den Touchdown gemacht habe, ist er mir, glaube ich, zugeworfen worden. Stimmt, ja. Und meine ich wenigstens. Aber die Doppelscouts kommen weiterhin gut. Ah, wunderschön. Ja. Oh Mann, ey. Turn over. So, der nächste. Oh, das ist toll, der tot ist. Geht gut los. Aber wirklich, wunderbarer Anfang hier. Das habe ich doch vorhin gemeint in unserem Spiel, Agir, wo ich gemeint habe, sowas möchte ich gerne mal von dir sehen. Ja, das kommt jetzt alles. Das Schieben vorhin in der ersten Runde, jetzt das Ding. Also, was hast du dir alles für jetzt aufgespart? Ne? Ja. Natürlich, das Finale muss doch spektakulär werden. Boah, ob das nur so spektakulär wird. Ja, aber da hätte unser spektakuläres Spiel noch eine dritte Halbzeit gehabt, wenn bei ihm so gelaufen wäre. Dann noch viel besser gewesen. Daniel Zappelhand ist K.O. gegangen. Fällt mir gerade was auf. Ist eigentlich ein gewisser Spieler, ein gewisser Überläufer gerade im Spiel? Nein, der steht auf der Wechselbank. Dem vertraue ich nur nicht. Otto Ackermann steht noch auf der Wechselbank. Hat sich noch nicht bewiesen, was? Ja, aber ich finde es interessant, dass er ausgerechnet ihn bekommen hat, weißt du? Warum ausgerechnet ihn? Wir hatten uns im letzten Spiel schon ausführlich über die Namensgebung unterhalten und festgestellt, dass sämtliche Spieler von Katu an Teilnehmern des Cups oder potenziellen Teilnehmern des Cups orientiert sind. Ja, und den anderen, weil ich dann den 11. noch gebraucht habe, beziehungsweise den 12., habe ich dann sozusagen Orun gewidmet. Oh, das muss ich dann jetzt aber ganz besonders genau wissen. Ball aufgehoben. Oh, es geht in Richtung der Touchdown-Zone. Das ist ein sehr früher Touchdown. Aber ja. Den meine ich... Was? Hä? Ja, Kato, es ist gerade ist es nur laufen. Kannst weiterreden. Nein, ich frage mich nur, was Orun jetzt möchte. Er möchte wissen, wie hast du ihn benannt? Ach so, Dion oder so, glaube ich. Ich habe einfach einen anderen Ball genommen. Ach so, okay, ja. Das ist also doch sehr unspektakulär. Das ist klar. Wir fragen nie wieder. Nee, aber der, den er halt bekommen hat, das ist halt der nach ihm sozusagen benannt ist. Ja, ach so, also. Ja gut, das ist natürlich Schicksal, ne? Ja, das ist ein Zeichen. Und der steht dann nicht auf dem Platz. Also da merkt man mal, was Aki für uns selbst so hält. Ja. Also, ich bin ja. Aki, willst du darüber reden?
Was ist los, Genesis? Warum bist du enttäuscht? Das die... Ich finde, das hätte so bleiben sollen, wie es war. Großartig. Ja, wirklich. Hast du die letzten Patch Notes gelesen? Laufen 15% schneller. Mir auch direkt aufgefallen. Ja. Die Zombies oder was? Ja, ja. Das geht gar nicht. Das hätten sie, also, hätten alles 15% geworden, ne? Langsamer laufen müssen. Die Zombies halt wirklich laufen. Die Animation ist aber immer noch toll. Ich bleib dabei. Ja, ja. Die ist immer noch wundervoll. Oh, der Versuch. Ja, dieses das Stolpern hat was. Da hat man ihn noch in die Tackle-Zone bewegen können. Bin ich immer gespannt, ob der Verfluchte da gleich durchkommt. Oh yeah. Nice Dark ist gelebt. Eindeutig schneller zur Sache. Ja. Viel schneller. Ja, der Genesis ist halt schon ein ziemlicher Bremsklotz im Spiel. Das ist halt. Ja, das ist halt der Fall. Ich hatte halt neue Bremsbacken. Ja. Ja, und jetzt war Aki schon ein bisschen abgefahren. Ja. Ich hab dir so oft schon gesagt, Aki, dass du nicht rasen sollst, aber nein, du hörst ja nicht auf mich. Ah, gut, das ist der mit Guard, glaube ich, gewesen. Autsch. Da ist die Verletzung. Jetzt wird's wieder blutig. Und er bleibt auch noch draußen. Ja. Er hat zwei so harte Spiele direkt hintereinander, das steht er halt nicht so leicht durch. Ein Zombie weniger auf dem Feld. Ja, ah ja, das im Vergleich ist das dazu sind deine Leute, Steinberg, deine Leute sind ja im Vergleich dazu echt geschont worden. Die haben nur viel am Kopf abgekriegt. Genau, die sind halt nur Kopftreffer, ja. Ständig K.O. gewesen, aber halt immer körperrobust. Ja, gelohnt. Ja, und wie? Ja, absolut. Das war wahnsinnig effektiv. Hm? Ja, das hat viel gebracht, ja. So, jetzt geht's geht los. Der Herr Schmalfuß geht zu Boden und dank Blitzaktion darf der Betonung laufen. Wo stehen die Wölfe? Den weit weg. Wölfe? Weit weg, ja. Ah, okay. Was tatsächlich kein Touchdown? Zeitspiel. Nö, hier schon wieder. Warum denn kein Touchdown? Das verstehe ich nicht. Bei Blood Bowl geht es um, auch um Zeitmanagement. Und solange du den Ball hast, kann der Gegner, auch wenn du scorst, je weniger Züge der Gegner hat, desto schwerer ist es halt für ihn, noch auszugleichen in der Halbzeit. Das heißt, solange man auf der sicheren Seite ist, besser den Ball behalten und keinen Touchdown machen. Ja, sei mal übertreibt vielleicht, wie ich jetzt mit dem Werwolf. Ja, aber gut, ansonsten das, ist das besser, ja. Ja, es war ja auch mein Problem vorhin ein bisschen, dass ich den einen Touchdown zu früh machen musste, weil ich da vielleicht doch etwas zu schnell gestartet bin und dann der Ball nicht sicher war. Ja, also gerade wenn der Gegner so schnell spielt wie die Werwölfe, muss man halt mal ein bisschen auf die Bremsen treten. Vorsichtig sein, das ist klar. Ich überlege auch ehrlich, ob wenn die Blood Bowl Liga mir kein die Star Liga mir keinen Spaß macht, dann tatsächlich nochmal ein Necro Team anfangen, weil es gefällt mir echt gut. Es hat eigentlich ich warte auf Nurgle. Ich würde eigentlich gerne Nurgle spielen. Ja? Ja, das ist auch so das destruktive Langweiler-Spiel. Ja, stimmt, die sind unfassbar passiv. Ja. Oh. Da steht der Werwolf jetzt doch wieder in der Tackle Zone. Ja, wie gesagt, die sind schneller als man denkt. Ja. Oh, aber man hat den Würfel gehört im Hintergrund, also der musste erstmal laufen. Was, wie viele Bewegungen haben die denn mit der Würfe? Ja, normalerweise 8. Also mit 2 GFIs können die schon ziemlich beinahe ja, die ganze Fläche abdecken. Das ist schon. Das sind schon sehr, sehr mächtige Einheiten. Ja. Mit Claw da auch noch. Tja. Und wenn man dann auch einen Double kriegt mit Mighty Blow, sind die schon. Das ist schon fies. Dann noch Block und Ausweichen. Sind die praktisch. Ach, ich bin noch gar nicht dran. Unzerstörbar. Unzerstörbar.
Da versucht nochmal loszulaufen. Rundenende. Die Bretonen sind wieder im Zug. Und die blitzeweißen Ritter. Ja. Dann wollen wir mal sehen. Ich bin gespannt, ob da gleich noch jemand umgenockt wird. Ja, ich auch. So, der Werwolf geht zu Boden. Und er macht einen Touchdown. Jo. Sehr schön. 1-0 für die blitzeweißen Ritter. GZ. Ja, danke. Ja. Du hast, gibst zu, du hast eben geübt bei mir. Ja, natürlich. Ich hab auch diesmal nicht diesen peinlichen Einlauf gemacht beim Touchdown für dir. Ja, jeder verhinderte peinliche Einlauf ist ein guter Einlauf, ne? Oh. So, dann schauen wir mal die Aufstellung. Ja, die Runden könnten noch reichen. Ja, wie gesagt, mit den Wölfen geht das relativ zügig. Kannst du natürlich auch einfach den Sack zumachen, Stein, ne? Oder zumachen geht noch nicht. Ja, also mit. Aber wie gesagt, mit dem Breton ist es wirklich schwierig. So. Das ist eher so ein Agility 4-Sache, ist das dann eher. Brillant, das ist ich eigentlich. Blitzerweise Ritter kriegen einen Wiederholungswurf. Der liegt perfekt sogar. Da liegt der Ball tatsächlich in der Touchdown-Zone, ich glaub's ja nicht. Er liegt perfekt in der Ecke. Big Bird ist gelähmt. Wieder zur Sache. Also ich bin schlimmer ausgewogen als im letzten Spiel, muss ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Also ich bin irritiert, dass da noch nicht so viele auf der Seitenlinie sind. Ja, gar keiner. Ja, nur dein Auswechselspieler. Ja. So. Nee, Aki, okay, ich sag ja. Irgendwas läuft da nicht so richtig. Nee. Obwohl, du hattest ja auch zwei Mighty Blow von diesem komischen... Ja, aber und, die waren jetzt nicht so... Und großartig. Zwei Claw Block Werwölfe. Ja, das stimmt nicht. Die erste Halbzeit war halt sehr lucky und die zweite war dann weniger. Ja, die Verlängerung hättest du eigentlich noch gewinnen müssen, wenn es normal gewesen wäre. Ja, eigentlich schon, ja. Wenn ich den fucking Ball da wenigstens einmal aufgehoben hätte. Oh, da kommt der Verfluchte und knockt den nächsten Feldspieler um und lähmt ihn gleich auch noch. So, jetzt, ja, gut, jetzt kommt das Wichtige. Noch halb so wild. Ja. Yes. Guck mal, Mensch, mein scheiß Werwolf müsste mal diesem Werwolf zuschauen, wie man das macht, den Ball aufheben. Ja, dreimal. Da könnte von ihm noch viel lernen. Geschafft. Ja, wie... Mal. Auch zweimal das hinbekommen hat. Der Wurf. Pass! Alter, noch. Wunderbar. Oh, also deine Werwölfe sind echt begabt. Kann man die transferieren? Kann man die kaufen? So, da hat jetzt aber jemand eilig. Gut, Spielertransfer ist ja möglich in dem Spiel. Ich habe das zwar noch nie gemacht, aber ich habe zumindest gesehen, dass es in der Theorie möglich ist. Ja, ist es, ja. Der Werwolf ist jetzt auf jeden Fall in einer Position, wo er zumindest innerhalb von zwei Zügen den Touchdown noch schaffen kann. Also wenn Aki sich jetzt ranhält, kann er den Ausgleich packen.
Und dieses Mal auch mit deutlich weniger Verletzten und Toten als vorher. Naja, das Verrückte ist eigentlich, dass er schon einen Verletzten hat. Und das, obwohl alle mindestens 8 Rüstungswert haben, ist im Gegensatz zu Steinberg. Der gar nichts hat. Eigentlich fast nur 7er Rüstungswert-Charaktere. Alles Skill. Pures Können. Ich merk schon. Ja, absolut. So, da war der Fehler. War kein Fehler. War alles geknallt. Alles genauso geplant. Alles gut. Siehst du? Weil jetzt, weil sonst. Das will heute irgendwie nicht. Das war eine schöne Aktion, auf jeden Fall. Das hat gut funktioniert. Nächster Spieler K.O. Nochmal ein bisschen mauern gegen den guten Aki, gegen den Werwolf. Ich bin mir ziemlich sicher, dass hätte der erste Go for it direkt auf Andi funktioniert, dann wäre der nicht K.O. gegangen. Möglich. Das war alles Strategie. Ja. Natürlich. 100%. Alles reine Strategie. Nichts mit Glück oder Pech. Hat nichts zu tun mit Naffel. Reine Strategie. Richtig. Ja. Und purer Skill. Deswegen. Und nicht Fusch natürlich immer, wie gesagt. Ja, im Hintergrund ein bisschen nebenbei den Code manipulieren. Cheater an die Wand, wir haben euch längst erkannt. Jo, das gibt keinen Strike. Also, nein. Übrigens, Oren, spielst du Witze eigentlich das Video auf wessen YouTube-Kanal hoch? Die Videos gehen alle bei Tumlo an. Genau, die kommen alle zu mir. So. Ich poste euch das dann auch im Forum nochmal. Das erste Video war quasi mein erstes Quali-Match, habe ich schon gepostet. Die werden dann kommen, wenn sie online sind. Aber die werden dann erst nächste Woche online gehen. Jetzt kommt vorher nicht gesehen. Ja. Ah, okay. Übrigens, während Orun hier einfach mal heimlich angefangen hat, ein bisschen Jan Hegenberg zu singen, dachte ich mir nur, habe ich mal kurz meine CD gesucht. Ich habe hier nämlich Schlachtenlärm, sogar mit Unterschrift. Mit geil. Unterschrift. Ja, die ist geil. Ich auch. Da ist Jan Hegenberg tatsächlich mal irgendwo halbwegs im Süden Deutschlands und dann ausgerechnet direkt in Ludwigshafen. Nicht in Mannheim, nicht in Heidelberg, nein, direkt in Ludwigshafen. Direkt bei mir ums Eck, live. Das ist ja perfekt. Das war sehr, sehr geil. Kann ich übrigens an der Stelle nur empfehlen. Wenn ihr Jan Hegenberg kennt und ihn mal live sehen wollt, macht es. Wenn ihr ihn noch nicht kennt, hört ihn euch an und schaut ihn euch dann live an. Richtig. Ja, ich habe ihn zweimal auf der Gamescom gesehen live. Habe ich den viel zu weit zurückgeschickt, ja. Aber gut, gucken wir. Konzentrieren wir uns mal wieder aufs Spiel. Ich meine, das ist gerade eine spannende Phase. Ja. Nein, eigentlich nicht wirklich. Man schafft keinen Touchdown mehr in der Halbzeit. Also von daher könnt ihr ruhig über... Ach, das schaffst du schon. Einmal gegen den Blitzer da unten blitzen und den umnocken, dann schaffst du das schon irgendwie. Oh. Beeindruckend. Richtung 9. Das ist richtig auch schade. Mies. Da ist er wieder. Nö, er kommt zurück. Puh, Glück gehabt. Das wäre sehr unangenehm gewesen. Wollte schon sagen, and he's gone, aber nicht wirklich. Geht so. Ja, 2 Spiele, 2 Tote, 2 Verletzte. Nicht schlecht. Läuft, ne? Ja, 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 ja. Man macht zu wenig Zeit, zu wenig Zeit, zu wenig Zeit. Oh. Oh. Ja. Oh, oh, fuck, ich konnte nicht mehr hochziehen, den einen. Ne, es passt nicht, oder? Theoretisch wäre es noch möglich. Ja, ich wollte eigentlich den unten noch hochziehen, aber das war hat zeitlich nicht mehr gepasst. Oh, jetzt wird's aber sehr spannend. Schafft Steinberg ist tatsächlich noch irgendwie der nächste Touchdown.
Also dann müsst ihr jetzt direkt... Nee, muss ja nur geradeaus. Ja, dann müsst ihr jetzt ein Double Skull kommen, genau. Ja, kommt nicht, schade. Okay, jetzt nicht mehr. Ja, schade drum. Es wäre schön gewesen. Wäre sehr schön gewesen, wenn das jetzt... Also wäre ein wahnsinniges Spielzug gewesen, wenn das geklappt hätte, der Konter. Aber gut, dann geht es jetzt nur noch ein bisschen darum, noch ein paar Knochen knacken zu lassen. Ja. Lasst uns ein paar Knochen knacken. Sowieso, also das war, darauf warten die Bretonen sowieso, also dass sie wieder hier außen ihre eigenen Knochen. Give me more random violence. Diesmal habe ich mich extra zurückgelehnt, um das zu sagen, und das extra leiser gesagt. Das war sehr rücksichtsvoll von dir. Ich hoffe, ich habe nicht übersteuert dabei. Ich hoffe nicht. Klang nicht danach. Also ihr hört jetzt natürlich bei mir die Moderation nicht, weil ich die jeweils deaktiviert habe, weil wir ja drüber reden. Aber wenn ihr das Spiel selber spielt, die Moderatoren geben teilweise so geile Sprüche ab. Leider halt nur auf Englisch, aber das ist absolut in Ordnung. Ich finde es sehr unterhaltsam teilweise. Leider halt nach einigen Spielen immer wieder dieselben. Auch auf Französisch. Ja, gut, Französisch geht auch, aber das stimmt, nach ein paar Spielen wiederholt sich das Ganze halt doch schon stark. Ich habe spaßeshalber mal gemacht, das klingt noch schlimmer, als man sich nur vorstellen könnte. Muss ich jetzt gerade mal machen. Ja, gar nicht. Ich kann ja die Sprache nicht umstellen. Doch, da geht's. Es wäre sehr, sehr lustig, wenn wir jetzt auf einmal alle anfangen würden, Französisch zu reden, weil Kato was umgestellt hat. Einfach nur mit zu trollen. Geil, ja. Leider kann ich kein Französisch. Neustart vom Spiel. Lass uns einfach so tun, wir kriegen das hin. Nein, das kriege ich nicht. Ich kann das nicht imitieren. Du kannst das nicht. Comment possible? Inos menos o no? Inos tenamo. Okay, ich bin raus. Jetzt habe ich ins Spanische gewechselt, das war ein bisschen schwach. Das hat sich weder nach Spanisch aber ich noch halt Spanisch eingehört. Ich habe halt Spanischunterricht gehabt, ne? Was soll man machen? Der einzige Akzent, den ich imitieren kann, ist der russische. Aber den lassen wir jetzt auch mal weg gerade. Wir fokussieren uns jetzt ein wenig auf das Spiel. Bist du dir da sicher? Bist du dir wirklich weglasse? Wow, war das schwach. Ich weiß, das sollte auch kein Russisch sein. Ich weiß auch nicht, was das sonst sein sollte. Das klang einfach nur sehr, sehr schlecht. Ich hab mal gehört, ja. Chipmunk soll ganz gut beim Schweizerisch sein. Was? Nein. Nein, wirklich? Bist du dir da sicher? Wer hat dir das erzählt? Ich will kommen, wo hast du denn das her? Chipmunk. Weiß ach Gott, stimmt das? Das hab ich geschafft. Das Hasi. Verklicken und schaffen ist aber das Beste. Jetzt lass Chipmunk doch mal beweisen, was er kann hier. Ich hab's wohl geschafft. Schnell, Chipmunk, bevor wir die Folge beenden. Oh, stehen alle auf, ey, das ist zum Kotzen. Okay, Chipmunk ist nicht mehr da, er ist eingeschlafen oder so. Ich bin da, aber ich weiß nicht, was ihr von mir hören wollt. Nur deinen wunderschönen Akzent. Ich würde aber an der Stelle mal kurz sagen, ich setze einen schnellen Cut. Wir sehen uns gleich in der nächsten Folge wieder. Gerade stehen hier die ganzen Spieler auf. Und ja, bis gleich, haut rein und bis dann.